Wisst ihr, Leute, manchmal sitze ich hier wippenervös wie Tracer von links nach rechts und stelle mir so die Frage, was tut Blizzard eigentlich den ganzen Tag so? Ja, so hatten wir seit Release von Overwatch 2 Game-Breaking Bugs, wir hatten Helden, die wochenlang deaktiviert waren, wir haben Accounts, die immer noch nicht richtig zusammengeführt wurden und wie jetzt bekannt wurde, gibt es einen richtig großen Tracer-Bug, der Tracer unfassbar viel stärker macht und wo Blizzard selber sagt, nachdem das nur bekannt geworden ist, naja, wir sind uns der Sache bewusst, aber wir lassen das mal so. Also ich komme zu der Frage zurück, was macht Blizzard eigentlich? Blizzard Kundensupport! Okay, Leute, wäre es nicht so traurig, müssten wir nicht drüber sprechen, aber lasst mich kurz erzählen, was mit Tracer los ist. Denn es gibt tatsächlich einen relativ großen Tracer-Bug, der Tracer aktuell um ein ganzes Stück stärker macht. Und ja, ich will euch darüber natürlich informieren. Wir kommen auch gleich zum Statement von Blizzard, reden wir aber erstmal, was passiert ist. Ja, so sieht es ja so aus, dass Tracer eine Damage-Fall-Off-Range wie andere Helden auch hat. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt sind Tracers Schüsse nicht mehr 100% effektiv. Bei Tracer liegt diese Fall-Off-Range bei circa 12 Meter, das heißt ungefähr hier. Alles, was darunter passiert, sorgt dafür, dass Tracer 100% effektive Schüsse hat. Also wenn ich aus dieser Entfernung drauf schieße, ist das 100% meines Damages, den ich machen kann, den mache ich auch hier. Wenn ich dann quasi bei 12 Meter bin, bis zurück zu 20 Metern, sinkt dieser Damage immer weiter. Je weiter ich zurückgehe, bis 20 Meter, geht quasi diese 100% Effektivität der Schüsse runter. Bis ich dann am Ende 21 Meter erreiche und hier, was man jetzt auch sehen dürfte, mache ich nur noch den minimalen Schaden, den ich machen kann. Das heißt, man sieht ja auch hier, wie viel Munition ich hier reinpumpen muss, um wirklich noch ein Ziel zum Beispiel zu töten. Anders als unter 12 Meter, weil hier geht es halt relativ schnell. Jetzt sieht es aber so aus, diese Damage Fall-Off Range gibt es nicht mehr. Aus irgendeinem Grund gibt es einen Bug, dass Tracer bis zu 20 Meter 100% Effektivität erreicht. Ihr seht das gerade hier. Es ist vollkommen egal, ob ich hier vorne stehe oder zurückgehe. Es gibt keine Damage Fall-Off Range mehr. Es hat sich ein Bug in Overwatch 2 reingeschlichen, der aber schon scheinbar seit dem Release da ist oder zumindest seit den letzten Patches und der bisher niemandem so richtig aufgefallen ist, wodurch Tracer auch auf weite Entfernung 100% ihres Schadens macht. Ab 21 Meter kickt das Ganze. Ich kann euch das mal hier zeigen, wenn ich von 20 Meter schieße und gehe zurück und jetzt kickt quasi der minimale Schaden. Aber diese ganze Distanz von 12 zu 20 Meter, wo eigentlich langsam mein Schaden runtergehen sollte, der ist nicht mehr vorhanden. Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt am Ende bei 12 Meter stehe oder ob ich bei 17 Meter stehe, es ist weiterhin 100% meines Schadens. Und das bedeutet, dass Tracer plötzlich auf lange Distanz effektiv geworden ist. Ja, und wer sich jetzt die Frage stellt, was Blizzard dazu sagt, relativ easy. Wir haben das Statement nämlich hier, die sagen, hallo zusammen, wir untersuchen derzeit diesen Fehler und planen ihn in einem zukünftigen Patch zu beheben. Allerdings scheint dieser Fehler schon seit ein paar Builds im Spiel zu sein. Und während der starke Schadensabfall bei Tracer definitiv ein Fehler ist, war ihre Gesamtleistung in Ordnung. Wir haben nicht vor, Tracer zu deaktivieren und wenn wir den Fehler beheben, werden wir auch zusätzliche Änderungen an ihrem Kit in Betracht ziehen, um dies zu kompensieren. Ja, kurz übersetzt heißt das, Blizzard sagt, es ist uns egal. Wir wissen, dass der Fehler da ist, der Fehler ist schon länger da. Wir denken nicht, dass Tracer zu stark ist. Wir lassen das einfach mal so. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob mir diese Herangehensweise gefällt. Denn wenn Blizzard doch weiß, dass hier ein Fehler ist, was ist das große Problem, diesen Fehler rauszupatchen? Warum müssen wir in letzter Zeit Wochen auf Fehlerbehebung warten? Ich verstehe, dass Blizzard bestimmte Regularien durchläuft, Patches zertifiziert werden müssen und so weiter. Wenn doch aber Helden obviously broken oder zumindest einen Fehler haben, dann sollte man sowas doch beheben und dann sollte man doch nicht wochenlang warten, bis der nächste Patch kommt. Also, ich liebe Overwatch 2, aber ich verstehe nicht, warum Blizzard hier so rangeht und einfach sagt, naja, das sieht ganz okay aus und wir lassen das mal so. Denn ganz ehrlich, dass eine Tracer auf dieser Distanz hier nicht 100% ihres Schadens machen soll, dafür muss ich kein Grandmaster-Spieler sein. Das ist einfach ein richtig großer Buff, den sie hier bekommt. Und wenn man doch erkennt, dass es ein Fehler ist und nicht so sein sollte, warum behebt man das nicht, warum patcht man das nicht? Ich bin ehrlich mit euch, ich verstehe es einfach nicht. Wenn man sagt, das ist okay so und wir lassen das in Zukunft so,
dann ist das eine andere Sache. Aber wenn man einsieht, dass es ein Fehler ist, ich möchte künftig nicht wochenlang darauf warten, dass Fehler gefixt werden. Das fand ich schon nicht in Ordnung, als wir diese May-Fehler hatten. Davor, als wir die Torbjörn- und Bestschirm-Fehler hatten. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Blizzard solche Fehler behebt. Und ich weiß, das ist jetzt viel Kritik, die ich hier gerade übe. Aber so ein Fehler sollte in meinen Augen nicht passieren.